Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Reavers of Midgard vor. Und bei Reavers of Midgard fahren wir als Wikinger mit unseren Schiffen hier über den Spielplan zu verschiedenen Stationen. Reavers of Midgard ist ein Spiel vom Autor J.B. Howell mit Illustrationen von Jaroslav Radetzky. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 90 Minuten und bei Korax Games erschienen. Bei Reavers of Midgard gehen die Spieler als Wikinger auf Raubzug. Jedem Spieler steht ein Langschiff zur Verfügung, das durch das eigene Tableau dargestellt wird. Es werden 6 Runden gespielt, in denen die Spieler abwechselnd reihum genau einmal am Zug sind. Ist man dran, so bestimmt man einen freien Zielort für sein Langschiff. Die möglichen Ziele sind auf dem Spielbrett dargestellt. Zu jedem Ort gehört eine kleine Karten- oder Plättchenauslage. In der Regel erhält man im Tausch gegen Würfel und Nahrung etwas aus dieser Auslage. Ist man der aktive Spieler, so erhält man einen zusätzlichen Bonus. Dann dürfen die Mitspieler die Aktion ebenfalls durchführen, allerdings mit geringerem oder gar keinem Bonus und mit weniger Auswahl in der Auslage. Auf diese Art und Weise sammelt man verschiedenste Marker, Ausbauten und Artefakte für das Langschiff, heuert neue Räuber an, die Zusatzaktionen freischalten können oder versenkt Schiffe auf hoher See. Nach jeder Runde werden alle Auslagen komplett abgeräumt und neu befüllt. Am Spielende gibt es dann Punkte für persönliche Schlusswertung, gesammelte Plättchen oder Sets bestimmter Karten. Der Spieler, der dann die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt Reavers of Midgard. Das Vorgängerspiel Champions of Midgard hatte mir nicht so gut gefallen, weil der Glücksfaktor sehr hoch war und ich so das Gefühl hatte, man kann das nicht so richtig beeinflussen. Jetzt haben wir hier den Nachfolger Reavers of Midgard und ich muss sagen, es gefällt mir viel, viel besser. Und ich bin sehr froh, dass es diesen Nachfolger gab oder gibt, weil einfach sie es geschafft haben, zwar diese Würfel beizubehalten und auch, wenn man es möchte, diesen Glücksfaktor beizubehalten, aber man hat immer eben auch eine Ausweichmöglichkeit, weil man hat zum Beispiel, wenn man hier auf See kämpft, kann man entweder die passenden Würfel abgeben, dann hat man safe, oder man geht auf Risiko und würfelt. Und das finde ich hier richtig klasse, dass es eben diese zwei Möglichkeiten gibt. Und die gibt es hier eigentlich überall bei allen Stationen, wo irgendwas mit Glücksfaktor ist. Es gibt nur ganz wenig Stellen, wo man um solche kleinen Marker kämpft, die am Ende so Mehrheitenpunkte bringen oder die man so sammeln kann. Aber da braucht man dann nur zum Beispiel 2 Erfolge und auch da kann man dann selber ja entscheiden, wie viele Würfel man reinschicken möchte, um den Glücksfaktor geringer zu halten und hat eben diese Gunstmarker wieder, die kennen wir auch schon aus Champions of Midgard, um neu zu würfeln. Und so ist zumindest da ist ein kleines bisschen Glück drin, aber es ist so gering gehalten, dass es für mich absolut im Rahmen ist und kein Vergleich zu Champions of Midgard. Deswegen gefällt mir das Spiel auch ganz gut. Wir haben hier diese verschiedenen Stationen und ich mag immer Spiele, wo alle gleichzeitig irgendwie beteiligt sind. Hier ist es nicht ganz gleichzeitig, weil es geht trotzdem reihum. Aber zumindest können alle die Station machen. Und das Einzige, was ich so ein bisschen schade finde, in meinen Augen oder in unseren Partien haben sich so 3 Stationen als besonders wertvoll herauskristallisiert, die als erstes zu machen, weil man einfach deutlich mehr machen kann als die anderen. Und wenn man dann zu viert spielt, ist immer ein Spieler, für den am Ende praktisch ja, eine schwächere Aktion übrig bleibt. Und das fand ich immer so ein bisschen schade. Ich kann euch mal erklären, welche Stationen das sind. Hier haben wir Gebiete erobern und da darf der Erste, der bekommt 3 Gebiete, kann Nahrung abgeben oder Würfel oder Gunstmarker. Und auf der Rückseite ist ein bisschen was Zufälliges, allerdings hat man hier eine echt gute Übersicht, sodass man sehen kann, was da drauf sein kann. Da gibt es immer 2 oder 3 Sachen zur Auswahl. Das heißt, man weiß in etwa was. Die gehen immer in die gleiche Richtung und 1 davon ist es dann. Und der Erste, der sich da hinsetzt, der darf praktisch 3 von diesen Plättchen sich holen. Der Zweite immerhin noch 2 und der Dritte und Vierte dann noch 1. Diese Plättchen punkten aber jede Runde. Das heißt, es ist recht stark, wenn man der Erste ist, weil gerade wenn man das in der ersten Runde macht, hat man dann 3 Plättchen, die für alle 6 Runden dann halt jeweils 1 Punkt, also 3 Punkte bringen. Und der Letzte hat dann halt gleich schon mal weniger Punkte. Und deswegen finde ich es hier stark, als Erster hinzugehen. Und dann gibt es diese beiden Stationen.
Da bekommt der Erste nicht nur 2 Karten, sondern 4. Und hier sammelt man eben so Sets in den meisten Fällen. Und hier kann man noch diese Marker bekommen, die am Ende punkten. Man kann Artefakte bekommen, die direkt Punkte bringen. Und man kann sich diese Marker holen, die als Würfelersatz so ein bisschen zählen. Als Symbol, dass man jede Runde zur Verfügung hat. Also auch sehr stark. Und dann ist natürlich ein Unterschied, ob man 2 oder 4 Karten kriegt. Und der Zweite kriegt jeweils immerhin noch eine 3. Karte und die anderen beiden kriegen nur 2. Also auch hier lohnt es sich, Erster zu sein. Und bei den anderen ist es immer so, dass der Unterschied nicht so groß ist. Also beim Aufseekämpfen kriegt der Erste 2 Punkte geschenkt. Das ist der einzige Unterschied. Und er kann natürlich als Erstes das Monster aussuchen. Wobei ich muss sagen, also bei Champions of Midgard war diese Aktion Aufseekämpfen, die gab es ja da auch, ja, eine der Hauptaktionen, um Punkte zu machen. Hier wurde das bei uns fast nie genutzt. Also es kam pro Partie vielleicht 1-2 Mal vor, dass einer da hingegangen ist. Und nicht häufiger, weil man braucht sehr spezielle Würfel, relativ viele Würfel. Und ja, es bringt dann auch hier, der bringt zum Beispiel 19 Punkte. Aber durch diese Sammelobjekte zum Beispiel kriegt man auch viele Punkte. Und irgendwie war diese Aktion, weil sie kostet sehr viel Nahrung, man hat dann eine ungewisse Karte, die kann einem schon mal Würfel zerstören. Und dann kriegt man hier so eine Karte, das war anscheinend, hat sich als nicht so attraktiv herausgestellt. Deswegen wurde das bei uns schon mal kaum genutzt. Und dann als Erster dahin zu gehen und nur 2 Punkte, das ist hier fast nichts. Also man kann auch durchaus mal 200 Punkte in dem Spiel kriegen. Das sind 2 Punkte total unattraktiv. Deswegen ist es schön, wenn ein anderer dahin geht und man das mitnutzen kann. Und wurde halt nicht so oft genutzt. Ja, das hier ist eine Aktion, wo der Erste, der bekommt 3 unterschiedliche oder auch gleiche Ressourcensachen, die kann man sich aussuchen. Der Zweite bekommt immerhin 2 Sachen davon und der Dritte und Vierte nur 1. Und hier, das ist die Aktion, die meistens dann als Viertes gemacht wurde, weil durch die ändert sich der Startspieler. Aber wenn man dahin geht, weil eben die guten Aktionen schon voll sind, dann fühlt sich das zumindest, kam es bei unseren Partien immer so, das fühlt sich nicht so schön an, wie wenn man sagt, oh, ich darf hier 3 Plättchen nehmen, ihr nur 1. Ja, sondern es ist so, ja, na gut, dann nehme ich mal so ein bisschen Nahrung, ein bisschen Gunstmarker und dann da noch so eine Karte. Das bringt einfach, damit kommt man nicht so weit voran. Ja, und dann wird man halt auch noch Startspieler, das ist gut für die nächste Runde, aber irgendwie ist es nicht, fühlt sich nicht so attraktiv an, dahin zu gehen. Und am unattraktivsten fanden wir das hier. Weil hier bekommt jeder einfach 2 Karten. Diese Karten sind super wertvoll. Die kann man auf 3 Arten einsetzen. Und man kann die entweder als Anführer nehmen, dann hat man immer einen Bonus auf die Würfelfarbe. Man kann die hier unten drunter legen, dann kriegt man einen Bonus auf einzelne Aktionen. Oder man kann hier sich ganz viele Würfel nehmen, die man neu dazu bekommt. Und der Erste, der hingeht, kriegt 2 Gunstmarker, die man auch so ziemlich häufig bekommt. Und hat sonst keinen Vorteil. Das heißt, dahin zu gehen, ist extrem unattraktiv als Erster. Und deswegen gibt es diese 3 starken Aktionen. Und die wurden eigentlich immer benutzt. Und der Rest war so, ja, eher stiefmütterlich. 1 musste halt davon noch genommen werden. Und das war so das Einzige, was ich so ein bisschen schade fand, weil dann solche Geschichten passiert sind, dass man sich so eingegroovt hat, dass immer jeder das Gleiche macht. Also der eine hat sich dann auf diese Sets spezialisiert, einer auf Artefakte und einer hier auf diese Gebiete. Und ein Vierter hat dann versucht, immer irgendwie auch mitzukommen. Und das waren sehr häufig in unseren Partien so. Und das fand ich ein bisschen schade. Aber das ist so das Einzige, weil als solches finde ich die einzelnen Aktionen cool. Das macht mir viel Spaß, hier diese Plättchen zu erkunden, diese Sets zu sammeln. Man freut sich, wenn dann genau das liegt, was man braucht, um das Set zu vollenden. Und das ist schon cool. Und es ist eben ein Mini-Glücksfaktor noch drin. Man kann selber entscheiden, wie viel Glück man da reingeben will oder ob man lieber auf Sicherheit geht. Und das gefällt mir richtig gut. Und deswegen finde ich, ist es ein stimmiges Spiel. Allerdings finde ich es eben zu viert ein bisschen schwächer als zu zweit und zu dritt. Wobei man zu zweit, da kommt jeder immer 2-mal dran pro Runde. Das heißt, der zweite Spieler praktisch kann immerhin eine von diesen 3 guten machen. Und muss ich dann noch was Zweites aussuchen. Das finde ich dann akzeptabel. Aber bei 4 Spielern fand ich das eben am wenigsten attraktiv, das Spiel. Ja, aber ansonsten eigentlich ein rundes Spiel, was mir viel Spaß gemacht hat.
Ja, dann hoffen wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen, dass ihr wieder einschaltet, wenn es heißt, Spiel doch mal.